Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schaut mich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um einen Mount, was wir hier im Tal der ewigen Blüten uns erfarmen können. Und zwar handelt es sich um die Kralle von Hali. Und ihr seht hier hinter mir ist Hali schon am Rumfliegen und das ist der Rare, der uns das Mount droppt. Kleine wichtige Randinformation, wenn ihr hier den Mob sehen wollt, beziehungsweise allgemein hier interagieren wollt, müssen zwei Faktoren vorliegen. Erstmal müsst das Tal hier freigespielt haben, heißt in der Herzkammer die Questreihe spielen, bis ihr einmal den Angriff hier im Tal der ewigen Blüten habt. Und dann muss hier auch noch der Mogu-Angriff sein. Und dann fliegt quasi Hali hier rum. Wir sind hier, wie ihr seht, auf den Koordinaten 34, 37 und hier um diesen Hügel fliegt Hali rum. Ich würde sagen, er hat etwa eine Respawn-Zeit von einer halben, dreiviertel Stunde. Vorhin hatten ein paar hier, ja, etwa von einer halben, dreiviertel Stunde hatten hier ein paar Hordler umgeboxt. Jetzt ist er schon wieder gespawnt. Und eine Drop-Chance hat er von dem Mount von etwa 2-3%. Zumindest sind die Daten, die jetzt auf WoW-Head vorherrschen. Ich denke mal, da wird sich's irgendwo einpegeln in dem Bereich. Also nicht ganz so wenig kann man auf jeden Fall farmen. Ich habe bis jetzt noch kein Glück gehabt mit meinem Chars. Muss noch ein paar Chars hierher spielen, um quasi meine Drop-Chance dahingehend zu erhöhen, dass ich mit mehr Chars abfarmen kann. Der Mob hat hier ein bisschen über 10 Millionen Life, heißt, ihr solltet ihn am besten mit einer Gruppe töten. Und ja, falls er bei euch nicht da ist, einfach hier im Tool suchen nach Hali. Da sind ab und an Gruppen mit drin. Im Englischen hat er den gleichen Namen, dementsprechend, da es ein Eigenname ist. Und man findet ab und an auch eine Gruppe, um ihn mit umzuboxen. Das waren soweit die Daten zu dem Mob. Jetzt vielleicht noch zu den Addons, die ich habe. Ich habe einmal hier, Tomcat Tours und dann Vision of Inzod drauf. Und was ich halt noch drauf habe, ist Handy Notes und dann auch Handy Notes Vision of Inzod. Das sind die beiden Geschichten, die ich hier als Addons mit drauf habe. Und da werden mir die ganzen hier angezeigt. Bei Tomcat Tours hat man hier schöne Haken und weiß dann, okay, den habe ich mit dem Char schon umgehauen und sieht auch ganz schön hier, was für Sachen die einzelnen Rares droppen. Für den einen oder anderen vielleicht eine interessante Sache. Ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Und ja, wenn ihr mich live sehen wollt, auf Twitch bin ich auch unterwegs unter Tela_Guides. Schaut gerne rein, euer Tela. Bis dann. Ciao.